Gut gemacht, du hast gewonnen. Gagi schlagen. Schlage Gagi auf schwer. Meister der Karten als Errungenschaft bekommen. Ja, endlich. Okay, ich glaube, ich schulde dir eine Erklärung. Misao und ich wurden getrennt. Erinnerst du dich an Misao? Der vor allem Angst hatte? Ja, er war wirklich ein toller Kerl, aber wir steckten fest und wir mussten wissen, ob eine Gefahr in der Nähe war. Eines Tages schlage ich vor, vorauszugehen, um herumzuspähen. Es war natürlich sehr gefährlich. Und welchen Sinn hätte es, unsere beider Leben aufs Spiel zu setzen? Du weißt, wie sehr ich Glücksspiele liebe. Also habe ich Kopf oder Zahl vorgeschlagen, um zu sehen, wer gehen und den anderen informieren würde. Kopf! Es war für mich. Haha! Ich liebe Glücksspiel, aber ich habe nie Glück. Also hatte Misao dieses, mal Glück. Er kam kurz danach zu mir. Es war, als hielt er mir etwas vor. Es war nicht nötig. Wir haben alle getan, was wir konnten. Also, wenn du Misao siehst, sag ihm, dass du mich aus dieser verlassenen Hülle befreit hast. Ach, eine letzte Sache. Ja? Du bist ein mieser Kartenspieler. Okay, cool. Info, Junge. Du kannst jetzt gegen Gagi, den Zocker, antreten. Nice. Aber achte drauf, es ist ein sehr erfahrener Spieler. Es gibt andere Spieler auf der Insel und alle haben ein anderes Level. Cool. Sehr, sehr nice. So. Dann haben wir Gagi. Seht ihr, das hat sich ja zufällig ergeben. Ich brauche 20 Gras und 5 Stoff. Ich brauche erstmal... Ja, ich brauche aber erstmal... Das fucking Rezept, Mann. Wo ich auch noch nicht weiß, wie ich das kriegen soll. Scheiße, die Dose wollte ich gar nicht mitnehmen. Juhu! Ja, okay. Warte mal, sind das eigentlich... Was sind denn das für Samen? Ach, Mais. Ja, komm. Wenn das jetzt hier schon mal so rumliegt, dann nehmen wir das auch mit. Ja, genau, hier ist der Höhleneingang. Genau, hier sind die Bananen. Warte. Die nehme ich auch mit. Nehme ich auch mit. Nehme ich auch mit. Was war das für ein gelber Pilz? Einfach ein gelber Pilz. Ein goldener Täubling. Ja, das mache ich jetzt gerade mal nicht nochmal. Ich weiß nicht, ob das hier auch eventuell noch irgendeinen Zweck erfüllt. I don't know. Keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Zum jetzigen Zeitpunkt der Reise. Ich weiß es nicht. Weitere Maissamen. Feinster Mais. Der legendäre Maisdurchfall von Turbinator LP. Leute, die keine Ahnung davon haben... ja, war so eine HWSQ-Sache. Muss man gesehen haben. Ist Tobi wirklich am Maisdurchfall gestorben? Boah, ist das gemein, ey. Ach man, der Tobi ist ein Lieben. Ich glaube zwar nicht, dass er das hier jemals sehen wird, aber falls doch, liebe Grüße, Tobinator. Guck dich sehr gerne tatsächlich, sowohl deine Let's Plays wie auch deine Streams. So. Ja, den Geist haben wir befreit, dann können wir ja hier weg. Ja, wie gesagt, die Stoffgeschichte habe ich immer noch keine Ahnung. Warte mal. Sollten wir denn den Geist hier wegen Gagi Bescheid sagen? Ich weiß es gerade nicht, weil wenn ja, dann könnten wir den auch befreien. Wo war das, wo war das, wo war das, wo war das hier? Tatsache. Okay, cool. Also hast du Gagi befreit. Ich bin glücklich. Der Krieg war hart. So viele verlorene Seelen, dass der Himmel jeden Tag dunkler wurde. Aber mit Gagi war es einfacher. Wir haben etwas ganz Besonderes geteilt.
Ich fühlte mich so allein, als er fiel. Leider in der Nacht des Angriffs, wir waren alle uns selbst überlassen. Aber ich war nicht so schnell wie du. Es tut mir leid. Alles ging so schnell. Ich weiß, ich bin derjenige, denen es leid tut, dich gequält zu haben. Oder quälst dich vielleicht selbst. Warum fragst du? Wie meinst du das? Oder bin ich zurückgekehrt, damit du dir selbst vergibst? Heute ist dein größter Feind dein altes Ich. Okay, Misao befreit. Jetzt wird's Tag, das heißt, ich gehe jetzt sowieso erstmal gleich nach unseren Pflanzen gucken. Theoretisch fehlt uns nur noch ein Geist, glaube ich, oder? Eben kurz Aufgaben checken. Fütter die Katzen und Drachenbabys. Das ist das, was wir jetzt gerade über haben. Ja. Und das Spiel ruckelt wie Sau. Ich hoffe, das stört im Let's Play nicht zu sehr. Falls doch, tut's mir leid. Ich wüsste jetzt allerdings auch nicht, wie ich das beheben kann, wenn ich ehrlich bin. Hä? Kann ich die jetzt schon... Aber ich muss... Warte mal. Aber gießen, oder? Alles andere ist noch feucht genug? Anscheinend ja. So. Warte. Ich würde sagen, die lege ich dann auch erstmal hier rein. Ich habe keine Ahnung. Wohin damit sonst? Warte. Mais. So. Hier haben wir Bananas. Und den Pilz. So, hier haben wir dann einmal Kiwi und Blume. Södele, 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 södele. Ich setze mich anders hin. Aha, jetzt trocknen die peu à peu aus. Na, so geht das natürlich nicht. Ja, wir kümmern uns natürlich um unsere Pflanzen. Ja, man sieht auf jeden Fall, wenn es austrocknet. Ja, um die Pflanzen kümmern geht gerade vor. Ich will nicht, dass die verrecken. Ich will ja den Stuff haben, den die geben. Gut, wir haben Gagi. Wir haben den Geist. Anscheinend fehlt uns noch einer. Wo ich gerade aktuell natürlich nicht sagen kann, wo der sich befindet. Ja, ist die Frage, trocknet jetzt hier noch mehr oder können wir gehen? Ich hoffe einfach, da trocknet nichts aus. Eine Karte findet immer den Weg zum Sieg. Oh, nice. Den wollte ich schon immer mal fürs Deck haben. Nicht wirklich, aber hey. Ich weiß, das sind Pilze und so, weiß ich alles. Ein Geist fehlt, ey, wahrscheinlich. Also es müsste jetzt noch einer sein. Ja, und hier war ja bisher nie was. Ha. Drachen füttern, Katze füttern. Ja, ich mache mich zu der Insel auf, wenn es dunkel wird. Und wir haben noch den Schlüssel. Stimmt, wir haben den Schlüssel gefunden.
Wofür auch immer der gut sein soll. Die Frage ist, können wir der irgendwas füttern oder muss es ein Sandwich sein? Bring der kleinen schwarzen Katze ein Sandwich. Okay, ja gut, ein Sandwich. Das Brot haben wir jetzt geopfert, aber wir können auch neues Brot demnächst kriegen. Das sollten wir wohin kriegen. Dafür brauchen wir was nochmal? Mehl. Mehl und einen Kessel. Haben wir nicht zufällig irgendwo Mehl? Ich glaube, nein. Hier dürfte auch nichts drin sein, mehlmäßig. Und hier auch nicht. Also Mehl müssten wir dann einmal produzieren wieder. Ja. Also Weizen anbauen können wir eigentlich auch mal eben machen. Weizenkörner, 5 Stück. Ich gucke, ob sich noch gerade irgendwas anderes lohnt. Nehmen wir erstmal die Weizenkörner. Nehmen wir die Ho. Ho, ho, ho. Ja, das mache ich jetzt einfach hier nebenan. Einfach auch stumpf so in einer Reihe. So. Mal sehen. So. Dann wechseln wir einmal. Ups, falsche Richtung. Dahin. Kanne leer. Wasser her. So. Na nü. Jetzt. Einmal wieder Kanne füllen. So. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch was schnell austrocknet, weil ich würde jetzt einmal kurz schnell wieder zum Boot hasten. Und würde dann nochmal auf der Insel gucken. Und hopp. Yep. Auf der Bambusinsel. Zum einen, ob wir da noch einen Geist finden oder sowas. Zum anderen, ob ich hier noch irgendwelche geheimen Eingänge finde für Totem oder so. Zum Beispiel hier hinter dem Wasserfall. Na, hier können wir nicht hinter, aber hier vielleicht. Nö. Kann ich denn hier weiter durchschwimmen? Auch nicht, okay. Gut, Versuch macht klug, ne? Dankeschön. Kohlsamen, sehr gut. Einmal wieder aus Spaß bimmeln, das Ding. So, hier ist ja das Geisterhaus. Ein Geist müsste fehlen. Das sind wahrscheinlich sogar wir selber oder so. Würde mich nicht wundern. Ein Geist fehlt, ja. Ein Geist fehlt. So. Vielleicht, warte mal. Mal Kohlsamen, Kohlsamen, danke. Hier ja wohl kaum. Hier haben wir ja den Geist befreit. Genau, hier können wir nicht rein, ne? Hier können wir einfach nur sitzen. Warte. Meine Idee war, vielleicht eventuell hier drin, in dem Haus. Hier in dem Räumchen. Nö. Zumindest jetzt gerade nicht. Der letzte Geist fehlt. Hallo Hund.
Warte mal, ich gehe hier auch nochmal ins Wasser. Ja, aber das ist selber in grün. Durchs Tor tauchen bringt auch nichts. Hier können wir auch einfach noch ein Nickerchen gönnen. Okay. Ja, ansonsten haben wir noch die Quellen. Den nehme ich auch nochmal mit. Einmal dieser. Da ist noch ein Wasserfall. Das ist ja das Haus mit den Ranken ehemals, ne? Yep. Ich war mir jetzt noch nicht sicher, weil ich von der Seite jetzt reingegangen bin. Ansonsten gibt es hier erstmal auch nichts für uns, wie scheint. Gut, dann hau ich hier wieder ab. Geh erstmal zurück zur Hauptinsel. Alles andere haben wir jetzt soweit. Mit dem letzten Geist macht mich aber trotzdem fertig. Ich wüsste gerne, wo der ist. Oder ist die Katze vielleicht der letzte Geist? Glaube ich irgendwie nicht. Weil die sitzt ja auch tagsüber da. Meine Spekulation jetzt, gerade, momentan, aktuell, wir sind der letzte Geist. Oder er hier vielleicht. Aber ich sehe, du hast die Geister befreit, die dich verfolgt haben. Oh, du konntest sie sehen? Sicher konnte ich. Ich kann sehen, was du sehen kannst. Was meinst du? Mein Freund. Du weißt, was ich meine. Wir sind alle tot. Lull. Der Krieg, ne? Fick doch, also den Krieg. Fick all, also weltweit, global. Die Obermotze, die armen, Unschuldigen aufs Schlachtfeld schicken. Also wirklich. Alter Falter. Was? Nein! Das kann nicht sein! Du wusstest es schon, aber du konntest es nicht akzeptieren. Moment, bin ich auch tot? Haha, natürlich nicht. Und ich freue mich auch. Die Insel braucht dich, mein Freund. Das ist nicht fair. Ich brauche dich auch. Tom! Nicht mehr. Guck mal. Die Vergangenheit liegt hinter dir, nicht vor dir. Wenn glückliche Erinnerungen dich manchmal traurig machen, das ist dann in Ordnung. Sie sind also nie von dieser verfluchten Expedition zurückgekommen. Ja, es war viel zu gefährlich. Ich habe nie die Hoffnung verloren. Die Hoffnung ist jetzt da, mein Freund. Ari ist auf dich angewiesen. Er muss noch so viel lernen. Roboa braucht Gesellschaft. Die Bienen sind auf dich angewiesen. Okay. Du stresst mich gerade. Es ist schon ein Wunder, dass einer von uns in diese Länder zurückgekehrt ist, mein Freund. Pass auf dich auf. Ich weiß. Also heißt das Wiedersehen? Ja. Es heißt auf Wiedersehen. Wir sehen uns an der großen Tafel, mein Freund. Dort werden wir dann wieder gemeinsam speisen und lachen. Doch bis es soweit ist, du weißt Bescheid. Aufgabe abgeschlossen. Befreie Tom. Schluss mit den Geistern als Errungenschaft bekommen. Schließe alle Geisterquests ab.
Oh Gott, ist das süß, ey. Ich mag den Artstil wirklich. Dieses skizzenhafte, aber dann doch ausgearbeitete, aquarellmäßige und so. Oh, wir haben das Spiel durch quasi. Also gibt es richtige Credits. Wow. Also die Message von dem Spiel ist wow. Sowas, so ein ernstes Thema in so ein cozy Game zu verpacken. Auf die Art und Weise. Und wie gesagt, ich habe ja sogar eine Träne gedrückt, also emotional hat es mich bekommen. Absolut wow, da kann man auch über kleine Fehler und so hinwegsehen. Über so Ruckeln, was vielleicht vom Spiel kommt, aber vielleicht auch von meinem PC, ja. Das Clunky-mäßige, dass ich bestimmte Sachen mit dem Controller vielleicht nicht so optimal spielen und so. Ein Pac-Man, der ein Herz frisst. Kiss, Kiss, Bakers. Und auch die Illustration hier der roten Pandas jetzt. Shiba Inu da. Super süß. Ich bin super froh, dass ich das Spiel entdeckt habe. War ein guter Kauf, definitiv. Ich bereue es nicht. Ich bereue auch nicht, dass ich das hier als Let's Play gemacht habe. Ganz im Gegenteil. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Und es hat super Spaß gemacht. Thank you. Nee, ich danke euch, dass ihr sowas Schönes gemacht habt. Wo wir wieder beim Thema sind. Videospiele sind keine Kunst. Ach, halt die Schnauze. Ja, ich würde sagen, das Let's Play an sich ist eigentlich ja offiziell damit durch, beendet. Dennoch würde ich, glaube ich, gerne die zwei Sachen hier erledigen. Die Babydrachen noch füttern und ein Sandwich für die Katze machen. Das würde ich schon gerne noch im Let's Play drin haben. Das hätte ich schon noch gerne drin. Können wir eigentlich... Ne, wir können bei ihm kein Nickerchen machen. Ich setze mich mal eben just anders hin. Klasse Spiel, wirklich, ey. Absolut cool. Wenn es euch gefallen hat, selbst wenn ihr das vielleicht selber nicht spielt, aber ihr sagt, ey komm, sowas gehört unterstützt, dann kauft das. Das kostet doch nicht die Welt. Ich weiß nicht mehr, wie teuer es war aber nicht so teuer. Außerdem gibt's Sales. Und selbst wenn ihr es euch aktuell nicht leisten könnt, dann packt es eventuell auf die Wunschliste. Das hilft den Entwicklern auch immer. Dadurch werden die halt unter anderem höher gelistet bei Steam halt. Die können dann haben dann eine höhere Wahrscheinlichkeit zum Beispiel auf der Startseite aufzutauchen. Größere Studios werden dann auch darauf aufmerksam. Oder halt auch irgendwelche Leute, die mit Geld unterstützen und so. Deswegen, selbst wenn ihr es euch nicht kauft, aber... grundsätzlich sagt, es hat euch gefallen, dann haut das Ding hier auf die Wunschliste. Ja, gut. Was machen wir jetzt aber so lange, bis das hier fertig ist? Wie viele Kohlköpfe haben wir denn? Ein. Das ist nicht gerade viel. Und Karotten? Sechs. Das ist nicht gerade viel. Warte mal. Wie war Drachenfutter jetzt nochmal gleich? Kohl und Karotte. Zwei Kohl und Karotte. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal Kohlsamen farmen auf der Insel. Ist dann ja vielleicht eine ganz gute Idee. Dann würde ich jetzt nochmal rüber zur Insel. Es regnet ja, das dürfte nicht austrocknen. Dann gehen wir nochmal schnell zur Insel, dann sammle ich noch ein paar Kohlsamen, weil ich weiß nicht, wie oft wir die Drachen füttern müssen. Ob das eine einmalige Sache ist und dann... hat sich das erledigt oder ob wir das über einen größeren Zeitraum machen müssen. Wenn es jetzt zu lange ist, das sage ich auch schon mal im Vorfeld, wenn es jetzt wirklich zu lange ist, würde ich das Let's Play beenden. Aber wenn das jetzt eine Sache ist, die recht schnell geht, dann können wir das ruhig noch im Let's Play mit reinnehmen. Würde ich jetzt mal so vorschlagen.